Hallo und herzlich willkommen mal wieder zur Rätselrunde mit Die Kreuzwort. Es ist ein wunderschöner Tag. Vor allem habe ich gestern mal wieder einen schönen Rätselstream gehabt. Ich weiß heute noch nichts davon, denn er war noch nicht zur Zeit dieser Aufnahme. Aber es wird mal wieder sehr schön gewesen sein. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich auch die Rätsel so gut hinbekommen habe. Ich ziele darauf ab, wieder zwei Rätselkategorien in einem Stream zu schaffen. Und ich werde das geschafft haben. Das sage ich mir jetzt einfach und dann wird das auch passieren. So, machen wir mal einfach mit dem Rätsel hier weiter. Welches überhaupt nicht so ist wie die. Moment, was haben wir denn hier? Nee, was nicht genau so ist wie diese heute Abend, beziehungsweise gestern Abend, von euch aus gesehen, oder noch weiter entfernt. YouTube ist ja persistent. Das bleibt ja länger. Nee, genau. Jedenfalls, das sind ja ganz andere Rätsel. So, österreichisch für Quark. Rahmen? Also, Rahm? Nee. Windform. Luft. Nein, auch nicht. Verbindung. Okay. Gittergewebe. Wie könnte man das denn nennen? Machen wir erstmal den großen Tanzraum. Ein Opernlied. Eine Dingse. Kopf, weiß ich auch gerade noch nicht. Haupthaar? Nee. Was haben wir denn hier noch so? Teile des Fahrrads. Räder funktioniert schon mal nicht. Eine Blechbüchse ist aber eine Dose. Heizmaterial ist zum Beispiel Öl. Aristokratie. Hihi. Akustischer Begriff. Note ist es schon mal nicht. Noch darüber hinaus. Weiter. Nee. Staat der USA könnte Utah sein, wissen wir aber noch nicht. Aber wir wissen, dass das stimmt. Also ist das Utah. Indisches Wickelgewand. Hatten wir letztens Vasari? Ich weiß noch, ich habe dazu gezeigt, wie das Ding aussieht. Ein Dreibeingestell ist anscheinend kein Tripod. Schneemensch ist natürlich der Yeti. Stadt in Norditalien. Ja. Weiß ich noch nicht. Malvin, farbig. Spielkarten sind Asse. Ja. Das Dreibeingestell ist dann ein Stativ. Habe ich sogar hier irgendwo? Ich weiß nur nicht. Ah, doch. Hier, für den Fall, dass keiner weiß, was ein Stativ ist, konnte ich es jetzt mal mit einblenden. Ha, Anwalt. Ja, das ist natürlich der Advokat. Ja, vor allem, wenn man diese komische Werbung für diese Anwaltsclubkarte oder was auch immer das ist, hier für diese Rechtsschutzversicherung oder was das war, kennt, naja, dann, ja, davon ist halt abgeleitet. Fragwürdig, ominös ist es aber nicht. Klar, ist eindeutig, ist durchsichtig, ist, der Minuspol ist die Kathode, Kathode, Anode hatten wir ja auch ständig. Deutscher Adelstitel ist nicht der Fürst schon mal. Der würde eh nicht passen. Okay. Welche Farbe gibt es denn? Malvin-farbig. Oh Gott, vielleicht komme ich auf die Farbe noch. Gerade erst ist eben.
Dummheit. Risa. Naja, kann ja dann nur RIE sein, wenn da am Ende ein E steht und das die ersten drei Buchstaben sind. Also, außer Risa ist eine Hansestadt. Was aber, glaube ich, nicht der Fall ist. Was ist noch hier? Der Teil des Fahrrads. Lenker? Nee. Also erstmal machen wir mal hier, Roding ist ROD, wie es aussieht. Aristokratie ist der Adel. Dummheit. Weiß ich noch nicht. Was könnte das hier sein? Es gibt Andante, es gibt. Was war denn das andere nochmal? Den Mund betreffend. So natürlich. Was haben wir hier für einen deutschen Adelstitel? Vielleicht geht es ja damit weiter. Österreichisch für Quark. Na, so ein Quark. Ich muss mich echt fragen, was meinen die wohl? Übrigens, glaube ich, meine Musik ist zu laut. Ja, die Musik ist definitiv zu laut. Ich würde die mal wieder ein bisschen runterstellen. Hupsala. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht zu sehr gestört. Teile des Fahrrads sind doch nicht. Nee, Radele wäre ein bisschen komisch. Ach so, nee, Pedale. Ich hab Radele, Dele dort gelesen. Nein, es sind ja die Pedale. Meinen die ein Scherzo? Wird das überhaupt so geschrieben? Das wäre auch ein bisschen komisch hier tatsächlich. Also ich vermute mal, die Dummheit ist von Esel für Blödmann abgeleitet. Ach so, Stereo ist natürlich der akustische Begriff. Aha. Die Herbstblume. Oster. Nee, Aster. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, welche Jahreszeiten man den meisten Blumen zuordnet, außer vielleicht bei Maiglöckchen. Das geht noch. Darüber hinaus. Sogar. Ja. Ja, und jetzt Marese war es nicht. Sarese. Farese. Therese. Rarese natürlich nicht. Karese, Larese. Okay. Was ist denn dann? Was ist denn dann malvenfarbig? Also ich muss jetzt echt. Ich habe keine Ahnung. Also diese Farbe, Mauve. Ich guck gleich mal, was diese Farbe, wie die aussieht. Das will ich jetzt wissen. Mauve. Da lernen wir doch gleich mal wieder was. Oh weiei. Also für mich ist das pink. Also irgendwie so ein ganz komisches, so gräuliches Pink. Also als hätte man sich pink genommen und hätte da die Farbe rausgenommen. So sieht Mauve aus.
Ich gebe das Ganze, ich gebe die Google-Suche mal an euch weiter. So. So, das ist Mauve anscheinend. Oder Mauve. Ich habe keine Ahnung, was das, wie das ausgeschrieben wird. Mauve? Krümel ist ein oh. Ist, also da ist ja was am. Da ist ja ein E am Ende. Das Opernlied ist die Arie. Schon mal. Gittergewebe. Hier irgendwas. Irgendwas mit Brocken? Also Bröckle? Nee. So, was für eine Windform haben wir denn jetzt noch? Was könnten das sein? Was könnte eigentlich die Verbindung sein? Eine Ecke? Nee. Nee, nee. Ach, Mann. Das ist. Deutscher Adelstitel. Was ist hier noch gemeint? Karst. Nein. Feierwei. Englisch Wolke kriege ich noch hin. Das ist das. Obstrus? Nee, ist auch nicht richtig. Nebelschleier. Der Nebelschleier. Ja, natürlich. Was ist denn jetzt der Nebelschleier? Ich glaube, ich bin noch nicht ganz fit fürs heutige Rätsel, aber. Oder ich bin schon an meinem Brockle. Ach, Brösel. Nee, Brösele. Nee. Auch nicht. Was ist aber. Nee. Okay. Krümel. Krümel. Was gibt's denn da noch für Worte? Schopf ist wahrscheinlich wirklich Kopfhaar. Boah, das ist ja ein komisches Wort. Also, beziehungsweise es beschreibt das schon, ja. Aber. Ja. Na gut. Na gut. Krümel, Krümel. Brotane? Nee, nee. Oh, wie heißt denn. Was gibt es denn für Windform? Also, meinen die jetzt auch Arten von Stürmen oder. Das Gittergewebe. Das Gittergewebe. Hier, das ist eindeutig österreichisch für Quark. Das gehört da auch nicht hin. Aha. Aha. Jetzt muss ich nur noch. Eta.
Nin-min, Etamin. Brosame. Oh Gott, das sind aber auch Worte heute. Etamin, Brosame. Was ist denn Etamin jetzt hier? Was ist Etamin? Ach, so eine Art von Gewebe ist das. Oder so. Aha. Oho. Ist ja ein Ding. Das ist mal gut zu wissen. Und Brosame, wenn ich Brosame eingebe. Moment, warum ist da ein Meme? I know that feel. Das ist so Bro same. Das ist ja schön. Schön, schön. Ja, ach, der Passatwind ist hier gemeint. Okay. Verbindung ist eine Naht. Deutscher Adelstitel ist jetzt der Baron. Obskur. Ja. Habe ich vorhin obstrus gesagt? Abstrus ist das, glaube ich. Ja, aber wir kommen der ganzen Sache immer näher jetzt. Dunst ist der Nebelstrahl. Stadt in Kamerun ist leider. Keine Ahnung. Ah, okay. Nee, warte mal. Ein Buchstabe, das A am Ende war zumindest schon mal richtig. Okay, da ist das A jetzt nicht richtig. Nein, auch nix. Okay, das E gehört da auch nicht hin. Ich versuche hier nur gerade ein paar Buchstaben durchzugehen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Okay. Dubla ist es nicht. Dula? Nee. Ich muss jetzt nur noch einen Buchstaben finden. Beziehungsweise erraten. Das ist heute wieder ein schweres Rätsel gewesen. Ich habe doch gar keine Buchstaben mehr. Habe ich schon mal richtig gehabt oder was? Nee. Okay, ich gehe jetzt langsam noch mal alles durch, bis es hier grün wird. Douala, oh Gott. Stadt in Kamerun. Ich möchte ja jetzt am liebsten auch wieder eine Karte aufmachen und dann gucken. Aber das bringt mir ehrlich gesagt nicht so viel. Also, das ist dann schön, dass es die da gibt, aber ich würde wahrscheinlich eh nie dahin reisen. Ich bin nicht so der Reisetyp. Ich lerne lieber anscheinend geografische Orte in dem Komfort meines Heimes. So, jetzt will ich mir auch noch zumuten, dass ich ausgerechnet das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich doch nie. Fluss durch Limburg ist schon schön. Ach Mann. Geschmeide. Oh, das sind oh Gott, das sind so Worte. Hilfe. Okay, ja, ich weiß, was die 5 ist. Das ist ja mal ein komisches Wort. Also, bin gespannt. Also momentan hat es einen sehr fremdwörtlichen Touch.
Dann schauen wir mal, was ist jetzt, wo muss ich noch hin? Ich brauche noch die 3 und die 4. Französischer Mediziner, weiß ich doch leider nicht. Das ist nun nicht gut, das ist gar nicht gut. Komme ich irgendwo anders weiter? Ja, ich weiß, was Französisch, was Danke auf Französisch heißt. Teile von Atlanten. Okay, ja. Puh, das Geschmeide könnte ich vielleicht irgendwann doch noch mal rausbekommen, aber dafür brauche ich das Geschwür oder das Defizit. Beeinträchtigt. Handicapped klappt hier nicht. Nee, nee. Okay, also die 2 ist definitiv das, was ich dachte. Das habe ich gerade noch mal überprüft. Abnutzung durch Reibung. Den Körper säubern ist nicht waschen, anscheinend. Ich komme wirklich nicht drauf. Ich brauche noch die 3 mindestens. Mindestens die 3. Ein Pseudonym ist ein Pseudonym ist ja ein Name, den man sich gibt, der nicht der eigene Name ist. Pilzbelag in der Mundhöhle. Bleh. Oxidieren. Also, das fängt damit an. Das ist das. Start in Ostafrika. Vielleicht kriegen wir das hin. Das hört mit dem Buchstaben auf. Okay. Hier das Wort für flach. Das kennen wir alle schon mittlerweile. Das kennen wir auch. Vortrag ist das. Oh Gott, der Staat in Ostafrika. Ich versuche gerade mal rauszukriegen, was ist denn das nochmal gewesen? Also. Nicht drauf, aber ich weiß, es geht mit einem E los und dann kommt ein B. Welcher war denn das dann? Also das hier ist ja, hier kommt ein A hin. Eben da, nee. Eb. Eieieiei. Oder Moment. Ah, okay. Ja. Dann ist die Kurzform für Robert nicht Bob, sondern Rob. Aha. Okay, dann weiß ich jetzt auch. Ja. Okay, dann weiß ich, was hier reinkommt für ein Buchstabe. Das Futteral, das war da. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was das Futteral war. Genau. Abermals. Ich weiß, ich bin weit von der 3 entfernt, aber ich brauche das gerade. Dafür werde ich am Ende ganz schön viel eintragen können auf einmal. Vielleicht das ganze Rätsel. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Mais-Tortilla. Wie hieß denn das nochmal? Oh. Ah. Oh. Oh. Die Fußbekleidung ist was anderes, als ich dachte.
Okay. Dann könnte vielleicht irgendwie ein anderes Wort rauskommen und dann vielleicht brauche ich da die 3 und die 4 doch nicht. Okay, ich weiß jetzt. Ah, okay. Ich glaube, ich habe das Lösungswort. Ich habe jetzt das Lösungswort. Nachdem ich den Schuh mit einem Treter ersetzt habe, weiß ich, glaube ich, das Lösungswort. Gucken wir mal. Mal überlegen. Kann ich hier vielleicht dadurch das Pseudonym erraten? Durch diesen einen Buchstaben. Ich kann ihn ja gerne mal eingeben. So. Den Königssohn wüsste ich noch. Nee, Moment. Ach nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist das. Dann machen wir mal hier ein R rein. Beeinträchtigt weiß ich noch nicht. Das weiß ich. Fluss durch Limburg wüsste ich erstmal noch nicht. So, kann ich noch irgendwas? Ah, okay, ja, dann ist das Pseudonym Alias und ja, also definitiv stimmt das schon mal. Dann machen wir das, tragen wir das auch mal ein. Dann tragen wir hier ein L ein. Dann tragen wir hier ein A ein. Dann tragen wir hier ein R ein. Und dann tragen wir hier ein E ein und da kommt ein Y hin. Und schon haben wir das Lösungswort Rallye. So, jetzt geht's im Schnelldurchlauf weiter. TV, einfältig ist naiv. Der Almhirte ist natürlich der Zen. Das Futteral war das Etui. Ja, abermals, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall brauchen wir hier, nee, es war Eri. Trea. So, das ist Rob. Der Vortrag ist natürlich die Rede mal wieder. Spanische Goldmünze hatten wir ja noch gar nicht. Ist aber auch egal. Der Kamin ist die Esse. Wie immer mal wieder. Indischer Singvogel war doch der Beo, den mir mal jemand sogar in den Kommentaren erklärt hat. War sehr nett. Da. Kurz für Isabella. Eigentlich hätte ich ja eher Bella gesagt, aber gut, wer meint, das ist Isa, der darf das so. Habe ich noch nicht, also ich kenne Easy. Easy kenne ich tatsächlich als Kurzform, aber Isa? Wer sagt denn das? Den Körper säubern. Baden war das. So, Abnutzung, Abrieb. So, ich hätte jetzt. Esquedo? Nee. Esquedo? Escudo. Escudo ist die spanische Goldmünze. Sí. Escudo. Por favor. Okay. Geschmeide. Hier kommt auf jeden Fall Karten rein. Abermals ist erneut, wie man hier so schön sehen kann, schon. So, Rosten ist das Oxidieren. So. Ich habe echt keine Ahnung. Sör. Nee. Soar. Soir. Sauer. Soar. Soar. Okay. Beeinträchtigt ist in dem Fall gestört. Geschwür. Ja, Defizit. Das ist, ich habe jetzt auch gerade wieder ein Defizit, aber wir können erstmal den Prinzen eingeben. Defizit ist der Mangel. Oh, ich habe an Makel gedacht und dann. Ja, nee. Nee, nee.
Geschmeide. Weiß ich immer noch nicht. Person ist der Mensch vielleicht? Ja. So, außerdem haben wir hier wieder die Enzyme. War schon mal irgendwann. Also hatten wir schon mal irgendwo mit drin. Deswegen ist mir das noch im Kopf geblieben. Manche Sachen, die wir schon mal hatten, sind mir komischerweise nicht im Kopf geblieben. Ah, das Geschmeide ist der Schmuck. Oh, da muss ich mich echt dran gewöhnen. Ulzer. Ja. Irgendwas mit Ulzer. Woher weiß ich eigentlich das R schon? Weiß ich das überhaupt? Ach so, ja, wegen Feder. Richtig, richtig. Und hier habe ich wieder keine Ahnung. Karmel, natürlich. Alexis Carell. Kenne ich nicht, tatsächlich, tut mir leid. Okay. Und dann ist Limburg an der Lahn. Ah, okay. Ist doch. Aber Ulzera als Geschwür muss man sich wahrscheinlich irgendwie mal merken. Machen wir das mal. Ulzera. Entschuldigung, dass ich euch das gezeigt habe. Ich entschuldige mich vielmals, dass ich euch Geschwüre gezeigt habe, aber so sieht das anscheinend aus. So, Heilkundiger ist natürlich der Arzt. So, Trick ist eine List. Und damit sind wir auch schon wieder fast durch, Mensch. Also das ging jetzt besser als das andere. Großmütter sind Omas. Gemahlin des Zeus war die Hera. Gewese. Rohei. Nein. Tohai, Mohai, Nohai, Pohai. Was meinen die denn? Ich gehe jetzt einfach mal die Buchstaben durch. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, was die damit meinen wollen. Bohai. Soll ich jetzt mal Bohai auch noch? Ich glaube, ich lasse das lieber, denn wenn ich jetzt auf meinen Google-Task zurück switche, dann sehen wir dann wieder Ulzera. Und das sieht ja wohl wirklich nicht schön aus. Hätte man drauf kommen können, dass das nicht schön aussieht. Es sind ja schließlich Geschwüre. So, ja. Trotzdem möchte ich, hoffe ich, es hat euch mal wieder was geholfen und ihr seid etwas schlauer dadurch geworden. Zum Beispiel, dass es einen französischen Mediziner namens Alexis Carrel gab. So, ja, Französisch für Danke ist Merci. Das weiß man, glaube ich, auch, wenn man schon mal Schokolade gegessen hat. Ja, bei der Fußbekleidung hätte ich echt erst Schuhe gedacht. Gut, dass ich das dann nochmal überdacht habe und dass am Ende dann dadurch ich auf die Rallye gekommen bin. Ja, also vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas miträtseln mal wieder. Vor allem während ich hier die ganze Zeit am Probieren war, das Lösungswort rauszufinden. Ja. Und damit würde ich mich bis zum nächsten Mal verabschieden. Auf Wiedersehen.